Hey Clasher, das Weihnachtsevent ist hier und das bedeutet auch, die neue Ausrüstung ist hier. Die will ich mir direkt holen, direkt maxen und dann in der Legende benutzen, denn wie ihr aktuell sehen könnt, bin ich zurzeit relativ weit oben in den Rankings und dachte mir, die sollte auf jeden Fall meine Strategie zurzeit nochmal verbessern und ich bin aktuell mit Wurzelreitern mit einem Rückrufzauber unterwegs. Ich zeige euch das Ganze, wie das genau funktioniert. Dafür müsst ihr natürlich erstmal hier das Ganze freischalten. Dafür würde ich sagen, holen wir uns erstmal den Pass und auch die kostenlosen Medaillen. Und dafür besuchen wir den Supercell Store. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung. Und hier können wir zum Beispiel einfach 100 kostenlose Medaillen einsammeln. Diese werden nicht mehr von den Creatoren verteilt, sondern jetzt immer auf der Supercell Store Webseite einmal angezeigt. Und zusätzlich können wir hier uns auch Angebote kaufen, aber auch eben zum Beispiel den Event Pass. Wenn wir Sachen auf der Webseite kaufen, kostet das Ganze genauso viel im Spiel. Zusätzlich allerdings bekommen wir hier Punkte gutgeschrieben, die in magische Items oder auch Juwelen allgemein umgetauscht werden. Ihr könnt ja auch hier genauso wie im Spiel eure Lieblings-Creator unterstützen. Wenn ihr nicht unterstützen möchtet, ist das Code EZU. Aber ich würde sagen, ich hole immer alles Notwendige für das Video und dann jammen wir die Ausrüstung. EZU aus der Nahproduktion hier. Und zwar hat Supercell sich entschlossen, kurz bevor mein Video rauskommt, eine neue Webseite rauszuhauen. Yep. Und ich dachte mir, die wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, denn ihr seht hier, wir können exklusive Items hier bekommen. Punkte könnt ihr euch auf zwei Arten verdienen. Erstens Free-to-Play, indem ihr Missionen macht, genauso wie beim Supercell Store. Und zweitens die Punkte, die ihr beim Supercell Store bekommt, wenn ihr dort Käufe tätigt, bekommt ihr hier obendrein. Das heißt, es lohnt sich ab jetzt mehr oder weniger doppelt beim Supercell Store zu kaufen, denn ihr bekommt die Bonus-Juwelen und so weiter beim Supercell Store selber und habt jetzt eben hier die Möglichkeit, die Punkte einzutauschen für eure Lieblings-Supercell Spiele. Für uns natürlich Clash of Clans, nur gibt es zum Beispiel eine komplett exklusive Szenerie hier, die es sonst nirgendwo gibt oder halt eben auch eine Dekoration, die es sonst nirgendwo gibt. Ihr könnt euch bei Gewinnspielen eintragen oder halt eben auch hier Items euch direkt kaufen für im Spiel. Von daher, ich habe natürlich die Webseite euch unten verlinkt. Hier sind die Missionen nochmal aufgezählt, die es auf jeden Fall gibt. Da bekommt ihr halt nicht so krass viel, wenn wir ehrlich sind, aber hey, es soll natürlich am Ende dazu anreizen, den Supercell Store nochmal eher zu benutzen und ich wollte es ins Video mit aufnehmen, weil ich bin der Meinung, die Leute, die den Supercell Store eh benutzen, für die ist es auf jeden Fall eine geile Möglichkeit, ihre Punkte halt mehr oder weniger zu verdoppeln, die sie verdienen. Und ich werde mir auf jeden Fall gleich die Szenerie holen. Aber weiter mit dem Video. Und damit bekommen wir schon mal die kostenlosen Medaillen. Perfekt. Und ich habe uns auf jeden Fall noch ein paar mehr Medaillen dazugeholt. Und wir können jetzt auf jeden Fall noch zusätzlich einmal hier kurz draufklicken und den Pass aktivieren. Denn wir haben uns Tokens auf der Webseite geholt. Und damit können wir immer halt, wann immer wir möchten, einen Event-Pass einlösen. Also, soweit so gut. Ich würde sagen, wir haben genug bereits Medaillen und können dann später noch den Rest einsammeln. Für die Elektroschuhe, diesen gekauft. Let's go. Und damit haben wir sie auf jeden Fall hier drin. Wir sehen, ich habe schon mal ordentlich Erze vorgespart. Und wir wollen natürlich die Elektroschuhe gleich einsetzen. Wir werden zwei unterschiedliche Kombinationen benutzen. Einmal die Eilflasche mit den Elektroschuhen und einmal doppel-episch, weil das viele gerne sehen wollten. Und ich habe einige interessante Vorschläge in den Kommentaren gelesen, wie diese Kombination wirklich funktionieren könnte. Aber ich würde sagen, wir starten euch erstmal damit. Zuallererst allerdings einmal durchgelevelt. Wir werden nicht ganz genug blaues Elixier haben, aber das sollten wir aus dem Event passen auf jeden Fall holen können. Und die Ausrüstung hat auf jeden Fall in sich für die Gladiatoren-Charges. Das ist an sich wirklich eine Ausrüstung, die ich sehr, sehr ähnlich sehen würde wie den Feuerball. Für einige Strategien ist es einfach nur unfassbar stark. Für viele andere Strategien eher nicht so gut. Da ist, ich denke, der Raketenspieler auf jeden Fall im Vorteil. Das heißt, uns fehlen jetzt noch ein paar Erze. Die können wir zum Teil hier aus dem Pass holen. Das heißt, wir können den Rest auch schon mal einsammeln hier. Wunderbar, auch die 30%. Ich muss sagen, in Events gefällt mir mit immer am meisten die 30% von den Trainingstruppen. Das, man geht so schnell da durch. So, das heißt aber, wie viele Erze haben wir bisher? Einmal kurz hier reingeschaut. Sind wieder ein paar Erze zusammengekommen, aber wir brauchen noch mehr. Das heißt, hier einmal bei dem Pass. Ich würde es euch nicht empfehlen, der Pass ist eh so schnell durchgespielt. Aber für mich ist das jetzt Ganze ein bisschen einfacher, als direkt hier die blauen Erze im Trader zu kaufen. Deswegen müssen wir kurz schauen, bis wohin können wir die blauen Erze. Hier hinten nochmal 1500, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und damit haben wir, glaube ich, das ist das letzte an blauen Erzen. Richtig? Richtig. Den Rest können wir also dann also so ganz normal spielen. Mal kurz hier alles eingesammelt. Wunderbar. Sind hier noch blaue Erze auf der Seite? Es sind noch welche da. Jetzt natürlich die Frage, haben wir damit genug insgesamt hier? Mal kurz wieder auf die Erze schauen. Wir haben 6000. Ich glaube, es sollte für ein Level reichen und damit nochmal ganz schnell hier. Wo ist es? Da, einmal reingeschaut. Machen wir noch hier ganz kurz die letzten voll. Und dann sollten wir auf jeden Fall das Upgrade hinbekommen. Und damit können wir es jetzt am Ende einsetzen. Wie bereits gesagt, das ist die Strategie, die ich wählen werde. Das ist die Kombination, mit der wir anfangen werden.
Und wir werden natürlich gucken, wie hoch wir damit insgesamt kommen werden. Aktuell eine meiner Lieblingsstrategien mit. Finde ich super cool. Es ist an sich die Simpelheit der Wurzelreiter. Kombinieren mit dem Rückrufzauber und ein paar Wurzelzaubern. Und ich zeige euch jetzt ganz genau, wie man das Ganze spielt. Denn es fühlt sich einfach nur unfassbar, unfassbar stark an. Falls euch jetzt übrigens wundert, Itsu, warum nutzt du keine Event-Truppen, Cookies und ähnliches? Nun ja, der Grund dafür ist an sich relativ simpel. Und zwar einfach gesagt, ich möchte mich nicht an die Dinger gewöhnen. Und die sind dieses Mal, glaube ich, nicht so krass stark, dass man unbedingt darauf angewiesen ist. Deswegen spiele ich lieber die normale Armee. Ihr könnt aber ein paar Valkyren für die Cookies auf jeden Fall austauschen, wenn ihr möchtet. So, mit dieser Strategie möchte ich normalerweise fast immer ins Rathaus gehen. Das heißt, wir müssen am besten die Flanke einmal rausräumen. Und die Flanke ist einmal rechts oder links. Das heißt hier, 1, 2, 3, 4. Unsichtbar gemacht. Und jetzt natürlich wieder hier kurz einmal durchzählen. Sobald er wieder sichtbar wird, wird er gleich unsichtbar durch das. Genau. 2, 3, 4. Nächster Unsichtbarkeitszauber hier wieder. Ich würde auch ganz gern den Feuersplitter hier haben. Deswegen nutzen wir kurz die Fähigkeit hier. Komm. Weiter geht's. Gehen die. Okay, das ist natürlich jetzt die komplett falsche Richtung. Einmal Rückrufzauber hier benutzt. Den wollte ich gerne raus haben. Egal, ist jetzt kein größeres Problem, glaube ich. Das heißt, hier unten die mit dazu. Große Reiter jetzt hier rein. Soweit, so gut. Hier können wir kurz den Frostzauber benutzen. Mit dem. Und wir können hier unten gleich die Gladiatoren mit dazu spielen. Giftzauber hier mit dabei. Königin läuft jetzt mit rein. Bisher sieht das Ganze schon mal tipptopp aus. Soweit, so gut. Wächterfähigkeit können wir auch dann noch benutzen, aber ich glaube, aktuell ist das gar nicht mehr unbedingt notwendig. Oder machen wir das doch mal direkt? Ich glaube, jetzt können wir es gut machen. Und jetzt können wir natürlich, was immer uns Schaden machen würde, können wir hier einwurzeln. Deshalb, vor allem das Zentrum, glaube ich, könnte hier angenehm sein, das einfach mal rauszunehmen. Ich nehme hier die linke Seite raus, sodass meine Truppen noch eine Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen. Ich kann auch weitere Heiler beschwören. Yep, viele Leute haben inzwischen so rote Minenfarmen hinterm Rathaus, um eben solche Heiler auch einigermaßen wegzubekommen. Aber wir haben ja noch zusätzlich, und das dürft ihr nicht vergessen, wir haben noch zusätzlich zu dem Ganzen noch die Heiler von der Königin. Das heißt, die kommen auch noch mit dazu. Ich glaube, wir können einmal ganz kurz... Was wurzel ich wieder ein? Damit wurzelt einfach diesen Bereich nochmal ein. Das soll, glaube ich, ganz gut funktionieren. Babydrachen. Hoppala, wir hätten schon längst Aufräumtruppen nutzen sollen. Ich war hier komplett ins Gespräch vertieft. Aber hey, am Ende, ihr seht's, das ist halt einfach nur verrückt. Diese Gladiatorin ist unfassbar, unfassbar stark mit diesen Ausrüstungen. Der Grund, weswegen ich die Eiflasche auf jeden Fall sehr, sehr gerne mag, ist an sich verhältnismäßig simpel, würde ich behaupten. Und das ist, falls die 4 Unsichtbarkeitszauber nicht reichen sollten, kann man jederzeit einfach die Eiflasche halt drücken, die aktivieren und damit seid ihr super nochmal schneller. Während das mit dem Raketenspäß das Ganze nicht ganz so einfach möglich, aber der hat andere Vorteile. Ich würde sagen, wir machen noch einen weiteren Angriff mit der Kombination und wechseln drüber dann zu 2 Angriffen mit Doppel-Episch. Falls ihr übrigens Bock habt, noch mehr von dieser Strategie zu sehen oder allgemein von meinen Angriffen, ich mache hier heute nur auf diesem Account die Angriffe und heute Abend im Livestream noch auf den anderen beiden Accounts. Also könnt ihr gerne vorbeischauen ab ca. 19 Uhr auf Twitch auf meinem Kanal, der ist unten natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr darauf Lust habt. Wir gehen jetzt hier erstmal wieder rein. Das ist eine bisschen umgebaute Base, die ich beim Anfang vorgestellt habe von Rathaus 17. Normalerweise will man mit dieser Strategie immer sozusagen einen Weg herstellen für die Wurzelreiter und ihr solltet am besten immer versuchen, einigermaßen zu zählen. 1. Aber jetzt müssen wir nicht zählen, sobald es wieder sichtbar wird. Das ist nämlich jetzt 1, 2, 3. Wenn jetzt. Nächste Unsichtbarkeitszauber. 1. Das ist wieder ganz normal. Weiter. Sieht bisher nicht schlecht aus. Das Ganze nochmal hier unsichtbar machen, wenn wir müssen. Aber ich glaube, es passt sogar. Passt erstmal. Wunderbar. So, jetzt hier mit dazu. Valkyrie hier mit dabei. Und dann gehen wir gleich hier rechts rein mit den Wurzelreitern. Die Gladiatoren können wir jederzeit dann wieder reinschicken in das Ganze. Einmal hier mit dazu. So. Hier die Valkyren zum Funnel benutzen. Oh, da sind einige Tester. Aber es sollte, glaube ich, relativ egal sein, um ehrlich zu sein. So, hier mit dabei. So. Sehr, sehr schön. Sieht bisher gut aus. Sieht gut aus. Stand da hier mit dazu. Die Gladiatoren können wir jetzt halt benutzen, wann immer wir möchten. Wo gehen die Wurzelreiter hin? Ich würde sagen, im Zentrum können wir jetzt kurz einwurzeln. Nachdem der Wutzauber ausgelöst hat. Immer wichtig. Und jetzt haben wir hier etwas, was viele Leute aktuell haben. Schön viele Bogenschützen in der verteidigenden Klarenburg. Und die Gladiatoren können wir auch noch mit dazu spielen, sobald sie einigermaßen ein bisschen sicherer ist für sie. Ich glaube, jetzt ist gleich ein guter Moment. Und das Coole ist, sie hat natürlich jetzt durchgehend passive Lebensregeneration durch die Ausrüstung.
ist noch ein Eisgolem. Oh, den habe ich nicht gesehen. Muss natürlich hier aufpassen. Kurz mit Unsichtbarkeitszauber. Nächste. Echter Fähigkeit. Oh, die Gladiatoren ist sehr weit vorne. Meine Truppen kommen nicht wirklich hinterher aufgrund der, wie heißt es? Eisgolems. Das war das Wort. Aufgrund der Eisgolems. Sehr, sehr nervig, aber aktuell sonst immer noch soweit nicht verkehrt. Oben Babydrachen mit dazu. Wenn jetzt schon mal, glaube ich, einen Bogenschützen mit dazu setzen. Sollte, glaube ich, okay sein. Wir haben auch die Königfähigkeit. Das heißt, drei Sterne technisch mal mir auf jeden Fall keinen Kopf. Es geht ja einzig und alleine darum, dass, ja, die Gladiatoren nicht wirklich gut eingesetzt haben. Aber Mauerbrecher haben wir nicht mehr. König dafür haben wir immer noch die Fähigkeit. Können wir gleich benutzen, um hier reinzukommen. Ich würde sagen, am besten jetzt. Kurze Reiter macht ins Zentrum noch auf. Wir haben die Königin-Fähigkeit noch. Also das ist alles wunderbar. König sollte hier noch rankommen. Wir können hier schon mal einen Magier mit dazu setzen. Rostzauber einfach mal hier mit dazu. Und damit holen wir uns auf jeden Fall die drei Sterne, denke ich. Solange Zeit kein Problem ist. Aber nee, König läuft raus. Das sollte dann dementsprechend eigentlich passen. Unsichtbarkeitszauber haben wir auch noch. Gladiatorin. Ja, das war auf jeden Fall nicht wirklich die Creme à la Creme von meinen Einsatzmöglichkeiten. Die hätten auch mehr verzögern müssen, damit wir sie nicht so schnell in den Tod reinschicken. Oder haben wir jetzt am Ende doch hier noch Zeitprobleme? Wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn hier unten das eine Gebäude stehen bleibt. Ich glaube es nicht wirklich. Um ehrlich zu sein, mit dem Magier und Co. sollte es auf jeden Fall reichen. Oben kommen die Truppen durch. Es war unnötig knapp auf jeden Fall. Aber ich glaube, doppel-episch hätte das hier wirklich viel Einfluss gehabt. Denn der Vorschlag, den ich gesehen habe, der war interessant. Und zwar einen Raketenspeer nicht am Anfang einzusetzen, sondern nachdem man zurückgerufen hat. Und ich zeige euch ganz genau, wieso. Und hier haben wir jetzt mal beispielhaft doppel-episch bei der Gladiatorin. Und viele Leute haben vorgeschlagen, hey Itzu, du kannst einfach den Raketensperr am Anfang zünden und dann zurückrufen, was auch immer. Und das halt eben dann, falls Skelette irgendwie vorbeikommen, hast du die Elektroschuhe mit am Start. Hier ist nur ein kleines Problem. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel hier früh direkt zünden. Die Elektroschuhe zerstören die äußeren Gebäude und dadurch läuft der Fuchs voran und stirbt weg. Und der Fuchs ist an sich einer der wichtigsten Begleiter, einer der wichtigsten Gründe, warum diese Ausrüstung stark ist. Und das heißt, den verliert man halt eben relativ häufig. Und der ist häufig so weit weg durch die Raketensperrreichweite, dass man nicht alles mit einem Unsichtbarkeitszauber treffen kann. Aber hier geht es jetzt am Ende darum, dass wir das Ganze ein bisschen umdrehen. Und das sieht dann wie folgt aus. Das heißt, die Idee hierbei ist es, in dem Angriff jetzt für die Gladiatoren am Anfang zu gehen und nicht die aktive Fähigkeit zu zünden, sondern später sie einzusetzen. Auch hier wieder geht es darum, am Ende zu schauen, wie können wir einen Weg am besten herstellen. Feuerspeier zeigen vom Rathaus weg, das heißt, wir wollen natürlich ins Rathaus rein und ich würde behaupten, wir können das hier oben direkt machen. Das bedeutet, direkt auf die Kanone, den Bereich oben rausnehmen, zurückrufen, Wurzelreiter ins Rathaus und hier links in der Seite dann eben die Gladiatoren mit dem Rest. Also, das heißt, wir gehen direkt rein. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. 2. Gut, jetzt müssen wir gerade nicht zählen unbedingt. Soweit so gut. Jetzt sollte die Gleitung selber unsichtbar werden. 2, 3, 4. Jetzt müssen wir wieder unsichtbar machen. Dann müsste gleich wieder der Rest unsichtbar werden. Wo geht die Gleitung hin? Jetzt machen wir wieder unsichtbar, glaube ich. Ich hoffe, ich habe mich nicht komplett verzählt. Aber das heißt, sobald hier das Gebäude weg ist, können wir auf jeden Fall dann zurückrufen. Und zwar jetzt. Wunderbar. Was haben wir rausgezogen? Ein paar alles Mögliche. Deswegen machen wir lieber einen Giftzauber hier mit dazu. Und dann gehen wir natürlich mit den Wurzelreitern hier in das Dorf rein. Wir haben eine komplette Ecke rausbekommen. Perfekt, genau das, was wir haben wollten. Den Wurzelreiter, den Effekt, lasse ich noch ganz kurz auslaufen. Ich kann natürlich hier schon mal gleich die Heiler mit dazu setzen. Aber der Wuteffekt sollte gleich auslaufen und damit für uns das Ganze um ein Vielfaches einfacher machen. So. Heiler natürlich mit dazu. Ad-Hunter mit dazu. Baracke hier mit dabei. Und natürlich auch gleich die Gladiatoren mit dazu. Und zwar einmal jetzt, glaube ich. Mauerbrecher. Müssen wir kurz aufpassen. Ein Eiskolben war noch drin. Wächterfähigkeit, da habe ich rote Minen gesehen. Die wollen wir natürlich behalten. Und jetzt ist das Ding. Jetzt muss man halt eben besonders aufpassen. Wir haben keine Möglichkeit, Verteidigung oder ähnliches irgendwie zurückzusetzen. Und mit zurückzusetzen meine ich, dass die Gladiatoren wieder Sicherheit hat. Das gibt's aktuell hier nicht. Wenn hier zu viel Schaden reinläuft, bringt ihre Reichweite nichts. Das heißt, wir müssen hier sehr, sehr gut vorausplanen. Und ich würde sagen, hier ist ein guter Zeitpunkt, gerade wo wir die Fähigkeit zünden können mit den Raketensperren. Denn sie sollte außerhalb der Reichweite sein von vielen Verteidigungen im hinteren Bereich. Können hier jetzt ganz kurz nochmal den Wurzelzauber reinhauen, weil ich gerade wieder zu viel am Reden bin. Ich glaube, man könnte bei der Armee auch wirklich auf einen Wurzelzauber runtergehen, aber häufig ist es auch mal ganz angenehm, einfach einen zweiten mit dabei zu haben. Deswegen sollte es an sich passen. Wurzelzauber können wir jetzt hier hinten raus noch spielen. Und jetzt die Gladiatoren wieder hier mit dem Fuchs am Start. Von daher, ich glaube, das kann man so spielen.
Man hat halt eben den Nachteil, man kann nicht, wenn man am Anfang zum Beispiel einen Bereich hat, einen Wutzauberbereich, wo wirklich sehr, 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 sehr viele Verteidigungen auf einem Platz sind, kann man manchmal mit nur 4 Unsichtbarkeitszaubern nicht alles rausnehmen, wie man es vielleicht haben möchte. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man mit der Eilflasche dann noch, nun ja, irgendwie dagegen wirken kann. Denn dadurch, dass man natürlich eben die Eilflasche dann aktivieren kann, ist die Gladiator in diesem Bereich am Anfang nochmal stärker und nochmal schneller unterwegs. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der für die Eilflasche spricht. Währenddessen diese Option natürlich jetzt, hier hat man noch ein bisschen mehr Sicherheit im zweiten Teil, also nach dem Rückrufzauber. Aber wichtig ist, man sollte die aktive Fähigkeit immer erst nach dem Rückrufzauber benutzen. Ansonsten verliert man den Fuchs früh und dann ist ein komplettes Desaster. Denn der Fuchs ist das Wichtigste für die Gladiatoren. Aber ich würde sagen, einmal machen wir das Ganze noch und dann schauen wir uns an, wo wir in der Legende gerade stehen. Das ist jetzt hier das Dorf. Auch hier wieder, ich gehe einfach lieben gerne ins Rathaus. Und ich glaube, hier kann man sehr, sehr gut wieder die Flanke rausnehmen. Das heißt, wieder den Bereich hier links daneben. Wie bereits gesagt, ihr wollt auf Rathaus 17 normalerweise immer ins Rathaus gehen. Die Basebilder werden das nach und nach begreifen und fast immer die Feuerspeier in die Richtung zeigen lassen. Aber aktuell sind die meisten Leute noch nicht so ganz auf dem haben das Ganze noch nicht auf dem Schirm. Deswegen nutzt das auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus. Wir gehen auf jeden Fall hier an der Flanke, wie gesagt, rein. Also 1, 2, 3, 4. Unsichtbar gemacht. 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, aktuell Unsichtbarkeit, aber läuft aus, dann kommt der Fuchs. Jetzt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Unsichtbar Fuchs. 2, 3, 4. Nochmal unsichtbar. Dann kämen noch das Streukatapult und ich hoffe, dann können wir zurückrufen. Nämlich jetzt. Wobei, wir hätten noch ein bisschen länger sogar arbeiten können. Egal, passt schon. Jetzt nutze ich auch mal welche oben den Mauerbrecher, um gleich hier die Baracke rein zu brechen. Und wir gehen jetzt hier mit den Wurzelreitern rein. König, alles hier einfach mit reingeknallt. So, da oben das hier mit dazu. Alles hier mit rein. So weit, so gut. Gifts aber natürlich. Hier sind wir Mass-Bogenschützen in Klarburg, die, finde ich, häufig einfach überhaupt gar nichts bringt. Aber ist in Ordnung. Nehme ich natürlich gerne gegen mich. Oben kommen hier die Elektroschuhe mit an den Start, falls da irgendwie Probleme sein sollten. Aber es sieht bisher schon mal absolut genial aus für uns. Raketensperren müssen wir im Hinterkopf behalten. Wie bereits gesagt, wir haben ansonsten nicht wirklich viel Sicherheit. Deswegen mag ich auch gerne zum Beispiel die Schweinreiterpuppe. Das ist auch natürlich etwas. Aber das müssen wir, glaube ich, hier schon mal bezünden. Muss man ganz kurz den Frostzauber hier. Wobei, nee, gar nicht. Ich mache das einfach. Warte, wir machen das Ganze einfach ein bisschen anders. Ich glaube, das sieht gerade nicht so gut aus, wie ich es mir erhofft habe. Wir machen das Ganze mal kurz eingewurzelt. Wobei, nö, sieht immer noch gut aus. Alles immer noch okay. Die Skelettfallen gehen natürlich direkt wieder raus. Wunderbar. Königfähigkeit jetzt hier genutzt. Im hinteren Teil zu kommen. Hier können wir schon mal aufräumen. Magier mit dazu spielen. Ich wurzel das hinten gleich nochmal einfach rein. Das ist, glaube ich, aktuell das Einzige, was uns wirklich gefährlich werden kann. Und ich glaube, wenn wir da geschlossen am Ende hinlaufen mit meinen ganzen Truppen, dann sollte das auf jeden Fall passen. Deswegen hier. Wobei, damit es nicht zu lange ist, ich wurzel jetzt schon mal. Und dann machen wir hier noch einen Babydrachen gleich mit dazu. Und dann sollte das Ganze auch wieder auch gewesen sein hier wieder. Also, ihr seht, die Strategie absolut geisteskrank. Ich muss ehrlich sagen, es ist schwierig. Man könnte sogar auch argumentieren, die Schweinreiterpuppe mit dazu zu haben. Aber die Schweinreiterpuppe habt natürlich nicht diesen passiven Schaden, den ihr eben bei den anderen Ausrüstungen habt. Das heißt, die passiven Werte sind auf jeden Fall nicht da. Von daher, alles Vor- und Nachteile. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, aktuell mein Favorit. Boah, ich entscheide mich die ganze Zeit um. Ich glaube aber die Eilflasche. Weil ich glaube, wenn wir hier die Eilflasche zum Beispiel aktiviert hätten, wir hätten die komplette Flanke hier noch wegbekommen. Deswegen, also ich glaube, die Eilflasche ist persönlich dann doch nochmal, finde ich, cooler. Man muss aber eben aufpassen, wann man die Gladiatoren dann wieder ins Spiel reinsetzt, nach dem Rückrufzauber. Wie gesagt, alles Vor- und Nachteile. Ich bin sehr gespannt, was ihr auf jeden Fall sagt. Ich bin sehr gespannt, was ihr auf jeden Fall denkt. Der Strategielink ist auf jeden Fall unter der Videobeschreibung. Und wir schauen uns jetzt an, wo ich aktuell so stehe. Und alle Angriffe wurden getätigt und schaut's euch an. Jawollo, es hat wunderbar funktioniert. Auch die 4 Angriffe im englischen Kanal haben auch geklappt. Gestern habe ich das Ganze mit Schild und mit dem Raketensperr probiert, als Strategie zu spielen. Es funktioniert auch. Das heißt, die gleiche Armee, einfach halt eben nur mit Schild und mit Raketensperr und einer frühen Fähigkeit. Und ja, probiert es sehr, sehr gerne selber aus, falls ihr die Elektroschuhe euch holt. Wichtig hierbei ist, bereits die ersten Level sind vollkommen ausreichend für die Elektroschuhe. Natürlich, jedes Level hilft weiter von der Power. Wenn ich mir jetzt noch einen Favoriten, nachdem ich wirklich alle 8 Angriffe gemacht habe, sagen muss, ich glaube, Doppel-Episch hat mich doch positiv überrascht, weswegen ich das nehmen würde. Aber ich würde sagen, beides am Ende powertechnisch nimmt sich, glaube ich, nicht ganz so krass viel. Beides auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Kombination, die aber eben anders einzusetzen ist. Mit der Ei-Kombination eher
am Anfang die Eilflasche benutzen, mit dem Raketenspeer auf jeden Fall nach dem Rückrufzauber erst die Fähigkeit benutzen und nicht davor. Ansonsten verliert man den Fuchs und das ist ein bisschen unnötig. Von daher, ich hoffe, auf jeden Fall hat euch das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zurück zum nächsten Clash-Video. Bis dann rein, ich wünsche euch was und natürlich immer, tschö, tschö.